Ja, ich wollte schon immer mal wissen, wo ich meine ganze Knete her habe. Das werden wir heute mal rausfinden. Das hier ist leider keine Knete, das ist Sand. Ja, da kann man Gewehre einfach so drauf stellen, weil sich der Sand sofort zurechtformt. Wo habe ich meine Knete her? Meine Knete lasse ich mir einfach per Post schicken. In diesem Falle vom Hobbyshop Wilhelm Rüther. Und hier sind gleich 2 Kilo Knete drin. Ich wusste, das wolltet ihr schon immer ganz genau wissen. Was kann man mit Knete alles machen? Man kann zum Beispiel drauf schießen. Warum will man auf Knete schießen? Naja, zum einen gibt es natürlich den Spaßfaktor, von wegen man schießt Löcher hinein, oh wie schön. Kann das in allen möglichen Formen, Größen, Kanten, was ich machen, so dick, dass nichts durchkommt oder so dünn, dass es durchkommt. Man kann es in kalten oder im warmen Zustand versuchen und, und. Und außerdem, es gibt ja auch noch ballistische Gelatine, die kann man käuflich erwerben, dann kostet sie viel Geld. Man kann sie sich auch selber machen, dann kostet sie entschieden weniger Geld. Aber leider muss man die dann verwerten, immer bei der gleichen Temperatur. Und weil sie nicht ewig haltbar ist, muss man sie im Kühlschrank lagern. Man kann sie nun noch durch das Zufügen von Konservierungsmitteln ein bisschen haltbarer machen. Aber unterm Strich, ich habe mir das mal angeguckt im Internet und der Aufstand und die Schmiererei, das ist mir einfach alles viel zu groß. Es ist viel einfacher. Man nimmt sich ein Knetgummi oder wie es heutzutage eigentlich korrekt heißt, Knetmasse oder noch besser Plastilin. Das kann man kiloweise erwerben und ja, dann kann man Löcher hineinmachen. Man kann sie auch so in Stäbchenform kriegen. Das hier ist nur angedeutete Stäbchenform. In Wirklichkeit ist das ein massiver Klotz, wo nur die äußeren Ränder als Stäbchen gemacht sind. Das glaube ich zumindest. Damit es mehr Platz wegnimmt, das Paket wird dadurch ein bisschen größer und sieht fetter aus. Gleichzeitig ist natürlich damit der Lagerplatz höher, damit sind die Lagerkosten höher, damit wird die ganze Knetmasse teurer, aber was soll's. Ja. Und was kann man damit sonst noch so machen? Man kann es natürlich spaßesmäßig angehen. Ich kann mich erinnern, als ich so als Halbstarker habe ich mir da so Männchen, also nicht so eins, ne, aber so generell so silhouettenhaft Männchen draus geknetet und denen dann die Rübe weggeballert oder sowas. Derartig negative Tendenzen haben sich bei mir inzwischen gelegt. Hoffe ich. Und ich kann mich zum Beispiel auch erinnern, dass ich irgendwann mal so ein Männchen geknetet habe. Dann habe ich dem eine 6 mm Platzpatrone in den Bauch gedrückt und dann mit dem Luftgewehr drauf geschossen. Boom! Das Loch, da konnte ich meinen Daumen reinstecken. Der Nachteil war ein ganzes Zimmer voller winzig kleiner Knetgummischnipselchen. Ja, man kann es natürlich auch ein bisschen wissenschaftlicher angehen, wie zum Beispiel eine ganz bestimmte dicke Scheibe abschneiden und dann versuchen, wie weit kommt's durch. Oder was vielleicht noch besser ist, einfach was Dickes nehmen, reinschießen und dann das entstandene Loch zum Beispiel mit Kerzenwachs ausgießen. Das kann man dann wieder raus extrahieren, kann sich mal angucken, wie sieht so ein Loch denn von innen aus. Das ist nämlich nicht etwa eine gerade Röhre, sondern das ist, wie soll ich sagen, zielballistisch gesehen unerfreulich, was dabei rauskommt. Ich glaube, das mache ich gleich einfach mal. Einfach so, weil ich es kann. Da bin ich wieder, nach vollbrachter Tat. Ich habe jetzt den eigentlichen Schuss nicht mit aufgezeichnet, weil ich dachte mir, wie es aussieht, wenn jemand mit einem Luftgewehr schießt, das wisst ihr auch so, weil ihr schlau seid. Ja, dann wollen wir mal den Patienten begutachten. Vorsichtig den Patienten eröffnen. So, ich wollte hier immer schon mal ein vernünftiges Messer lagern für den Fall der Fälle. Hoffentlich schmiert das Zeug nicht so. Ja. Ja. Ich brauche einfach vernünftiges OP-Personal hier. Vielleicht sollte ich mir was zum Unterlegen beschaffen. Zum Beispiel Pappkarten mit Löchern. Das wäre ja eine interessante Variante. Zum Beispiel diese hier. Die hat sowieso schon so viele Löcher. So, und nun? Jetzt müssten wir, warte mal, das sieht aber, wenn ich mir so oben reingucke, sieht das aber sehr stockgerade aus. Nachdem ich gerade erzählt habe, dass das überhaupt nicht gerade ist, sieht es jetzt alles andere als das aus. Nun, wir werden es herausfinden. Zum Glück ist ja heute Weihnachten. Naja, also nicht ganz. Gefühlt wäre heute Weihnachten. Ich habe sogar eben noch geguckt, wo ich denn irgendwas als Brandstifterzubehör habe, aber ich habe keine Streichhölzer, ich habe keine Feuerzeuge, ich bin Nichtraucher. Ich musste echt ein bisschen suchen im Mittelalterbereich, um da noch was zu finden. So, dann lassen wir hier mal eine Ersatzsubstanz hineinträufeln.
irgendwann in diesem Leben da schon daneben getropft. Also wenn ich schon schießend treffe, tropfend treffe ich nicht so gut. Das sieht nach einem sehr langweiligen Einschusskanal aus. Ich kann mich erinnern, früher als Halbstarker, dass da sehr interessante Formen bei rauskamen. Aber das war dann auch, wie soll ich sagen, lebhaft durchgeknetet vorher und sah dann noch sprechend aus. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Man darf nicht vergessen, das braucht denn auch noch ein Weilchen, bis es wieder abgekühlt ist. Riecht schon nach Weihnachten. Ein bisschen viel. Wäre gut, wenn er doch irgendwann nochmal wieder aufhört zu qualmen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Nebelkerzen. Na, da kann er vor sich hinqualmen. Es braucht sowieso ein bisschen, bis es abgekühlt ist. Interessant finde ich immer wieder, wenn man etwas hineingeträufelt hat und es kühlt innen ab, dann saugt es von außen nach. Das heißt, also man sollte immer dafür sorgen, dass außen so eine Perle übersteht. Die wird dann auch noch reingesaugt. Ist es jetzt abgekühlt? Ist es? Sind wir schon da? Ich brauche ein größeres Messer, weil mit dem kleinen Ding hier rumsäbeln, dann schmiere ich mir das schöne Messer ein. Ich kann mich noch gut erinnern, wie das Zeug klebt. Ich kann mich auch noch erinnern, dass ich irgendwann an so einem Zeug mal herumgeknetet habe mit Gummihandschuhen, also mit Latexhandschuhen. Ich habe festgestellt, das ist voll blöd, weil die Latexhandschuhe bleiben immer an dem Zeug kleben. Dann, wie soll ich sagen, man hat dann so Hände, die man gar nicht richtig wegkriegt, weil die Handschuhe immer so... Naja. Ich würde sagen, wir machen hier einen Einschnitt, ganz in der Nähe der Aorta, und stellen fest, das Zeug ist noch ganz schön hart. Wenn man es wissenschaftlich angehen würde, wenn man das nur wollen würde, dann müsste man natürlich dafür sorgen, dass immer die Temperatur dieselbe ist, weil die Härte des Zeugs ändert sich natürlich ganz massiv mit der Temperatur. Ah! Ich glaube, wir müssen hier mit Schneidbewegungen arbeiten, das ist ja fürchterhaft. Oh, durchziehen kann man die Klinge hier nicht. Ich sage, ich brauche ein größeres Messer, das dann einfach mit brutaler Gewalt da durchgezogen wird. Jetzt brechen wir es einfach durch. Mit einer Sollbruchstelle. Ja. Es sieht tatsächlich eher langweilig aus, der Schusskanal. Warum habe ich jetzt hier... Doch, ich habe Pinzetten hier. Jetzt müsste ich mir an sich auch noch so eine OP-Maske aufsetzen. Ja, ich habe auch Besteck hier. Herr Doktor, Sie zittern, Sie sollten was trinken. Schwester, nicht jetzt. Ja, also der Diabolo ist schon mal ab. Der ist... Naja, er hat die üblichen Kratzer am Rand, ne, von den Zügen des Laufes. Ansonsten ist er unbeschädigt. Ja, und das Ding hier... Sieht eher unanständig aus. Also, auf jeden Fall wenig spektakulär. Hat sich der Aufwand dafür gelohnt? Nein. Aber es ist Knetmasse. Da lässt sich viel mit anstellen. Da kann man alle möglichen Sachen draus basteln. Also, ich werde noch viel Spaß haben. Vermutlich nicht vor der Kamera, weil alles, was man beim Zerschießen von Knetgummi filmen könnte, wirkt immer irgendwie leicht destruktiv. Natürlich vollkommen zutreffend. Ein Ausdruck charakterlicher wie auch psychologischer Defizite, vermute ich. Ja, ich schätze, das war's, ne? Hat jetzt nicht viel Informationsgehalt, das Video, aber war wahnsinnig witzig. Allein schon wegen des Wortspiels mit der Knete, ne? Ihr habt bestimmt wahnsinnig gelacht. So, und wieder mal, der Mann ohne die großen orangen Hände kann mal wieder die Kamera ganz alleine ausschalten. Aber im Sitzen. Meistens treffe ich sogar hier auf dem kleinen Display.